Ich bin der Uwe Maschner und ich bin seit gut 10 Jahren als Klinik-Clown in Oberösterreich tätig. Ich bin Leiter einer Kindertheatergruppe gewesen oder Mitleitender einer Kindertheatergruppe. Und wir haben gesagt, die haben so viel Energie, die wollen unbedingt in einem Altersheim spielen. Da gibt es die Klinik-Clowns, die haben sicher Konzepte, wie man das tut. Und habe gebeten, mir dieses Konzept zu schicken. Und die Antwort war, danke für deine Bewerbung. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, ist ja wurscht. Dann gehe ich halt hin und schaue mir das an. Und aus diesem Hingehen, Anschauen, ist die Teilnahme in der Clownischen geworden. Und aus dieser Teilnahme ist das große Glück geworden, als Clown gehen zu dürfen. Ein für mich sehr berührendes Erlebnis war mit der Frau Dr. Kribelix, meiner Kollegin auf der Onkologie, wo die damals 4-jährige Alice, glaube ich, sehr ernstes Kind war und die Mutter im Zimmer war und wir sind ins Zimmer reingegangen und haben gewartet, einfach einmal nur gewartet, weil man wartet eh so oft im Leben und jetzt warten wir auch einmal. Und aus Langeweile habe ich zu pfeifen begonnen und ich habe aber nicht so gepfiffen, wie man halt pfeift, sondern ich habe so gepfiffen. Und die Frau Dr. Kribelix hat mich geschimpft, weil in dem Zimmer warten wir und da pfeift man nicht. Und dann hat die Mutter gelacht. Und ich habe gesagt, schauen Sie, jetzt lacht mir sogar die Mutter aus, nur weil ich nicht pfeifen kann, dabei würde ich so gern pfeifen lernen. Und die Mutter hat darauf gesagt, nein, sie lacht nicht, weil ich nicht pfeifen kann, sondern sie lacht, weil ihre Tochter, die Alice, das erste Mal seit 4 Monaten wieder gelacht hat. Und das sind dann schon Momente, wo man sich denkt, ja, das ist ein Stück, warum wir da sind. Denn die Kinder heilen können wir nicht, aber wir können die Perspektive wechseln, helfen, wir können neue Blickwinkel anbieten, wir laden zum Spielen ein, das heißt, es ist niemand gezwungen dabei zu sein und es darf auch einmal was daneben gehen. Das hat als Clown so den Vorteil, dass man eigentlich Fehler machen muss, weil sonst ist man kein Clown. Wer alles richtig macht, macht was falsch. Auf den Punkt gebracht hat es für mich eine Patientin, die zum Oberarzt gesagt hat, der am Gang draußen noch gelacht hat, mit einer Schwester noch gelacht hat und sie dann zusammengerissen hat und die Tür aufgemacht hat und ins Zimmer gekommen ist. Und die Patientin gesagt hat, so Herr Doktor, jetzt drehen Sie um und kommen Sie wieder einer ans Lachen, weil in meinem Zimmer hört das Lachen nicht auf. Und das trifft es genau.